Der heilige Hieromärtyrer Erasmus von Ohrid. Dieser Heilige wurde in Antiochia geboren und lebte während der Herrschaft der Kaiser Diokletian und Maximian. Er führte ein striktes asketisches Leben auf den Bergen des Libanon und wurde von Gott mit der Gabe der Wundertätigkeit ausgestattet. Als Bischof reiste er umher, um die gute Nachricht zu verkünden. Als er in der Stadt Ohrid eintraf, ließ Erasmus durch seine Gebete den Sohn eines Mannes namens Anastasius auferstehen und taufte ihn. Danach taufte Erasmus viele andere Heiden und zerstörte die Götzenaltäre in Ohrid. Dafür wurde er von Kaiser Maximian verklagt, der zu jener Zeit in Illyrien residierte. Der Kaiser ließ eine kupferne Zeus-Statue vor ihn stellen und befahl ihm, Opfer darzubringen und den Götzen anzubeten. Der heilige Erasmus bewirkte mit großer Kraft, dass ein schrecklicher Drache aus dem Götzen kam, der die Menschen in Schrecken versetzte. Wiederum ließ der Heilige durch große Kraft den Drachen sterben. Daraufhin verkündigte der Heilige Christus und taufte 20.000 Seelen. Der erboste Kaiser befahl, alle 20.000 zu enthaupten und unterwarf Erasmus schweren Martern. Dann warf er ihn ins Gefängnis. Ein Engel Gottes erschien Erasmus, wie einstmals dem Apostel Petrus, und führte Erasmus aus dem Gefängnis. Danach brach dieser Knecht Gottes nach Campania auf, wo er den Menschen das Evangelium verkündete und wieder in die Stadt Hermelia zurückkehrte, wo er sich in eine Höhle zurückzog, um seinem Wunsch entsprechend dort bis zu seinem Tod ein Leben in Askese zu führen. Vor seinem Tod verbeugte er sich dreimal Richtung Osten und betete mit erhobenen Armen zu Gott, dass er denjenigen, die mit Glauben seinen Namen anrufen würden, die Sünden vergebe und das ewige Leben gewähren möge. Nach Beendigung dieses Gebets war eine Stimme vom Himmel zu hören: So sei es, wie du gebetet hast, mein kleiner Heiler Erasmus. Voller Freude erblickte der Heilige noch einmal in den Himmel und sah einen Kranz der Herrlichkeit, als stiege er auf ihn herab, und er sah Chöre der Engel, Propheten, Apostel und Märtyrer, die gekommen waren, um seine Seele zu empfangen. Schließlich rief er: O Herr, empfange meinen Geist. Er entschlief um das Jahr 303. Die Kirche mit einer kleinen Kapelle, die dem heiligen Erasmus geweiht ist, existiert auch heute noch nicht weit entfernt von Ohrid und erweist die große Kraft dieses Auserwählten des Hieromärtyrers Erasmus.